Eine ganze Tomatensaison im Oldenburger Land. Ich hatte letztes Jahr so eine leckere Faltentomate. Die eine verkauft, die andere sammelt vor allem besondere Sorten. Zwei Frauen, eine Leidenschaft. Am 5.3. war ich mit dem Topfen einmal durch, war ich einmal fertig. Da hatte ich 2714 getopft. Super. Tomaten. Ist das nicht schön? Sue Larisch tauscht Tomatensamen weltweit. Das Nachtschattengewächs hat eine wachsende Fangemeinde, sagt sie. Ich liebe Tomaten, aber ich liebe vor allem diese alten Sorten. Immer mehr Gartenbegeisterte wollen eigene Früchte ernten. Ohne Tomaten geht's nicht. Gärtnerei Schachtschneider in Aschenstedt bei Oldenburg. Jetzt im April läuft der Anbau von Tomatenpflanzen hier auf Hochtouren. Und was machst du? Ich wollte jetzt noch schnell ein paar topfen. Ich weiß ja nicht, wie du das machst. Genau so? Genau so, gut. Ich habe nicht so viel Platz auf meinem Tisch in der Küche. Waltraud Schachtschneider und Sue Larisch sind Tomatenfreundinnen. Die eine verkauft in ihrer Gärtnerei bis zu 6000 Pflanzen, die andere sammelt Sorten aus der ganzen Welt. Na, ich mache das nach meiner alten, ich bin alt und mache nach meiner alten Mode. Nee, ist egal wie, Hauptsache du kriegst. So mache ich das? Die Aussaat. Weil das lag ein bisschen nass. Das Küchenpapier löst sich später auf. Soll ich einfach auf Küchentuch? Und dann trocknen lassen. Das Ziel, immer Tomatenpflanzen auf Vorrat haben, bis in den Frühsommer. Okay. Olaf, da steht das was Jumbo Olaf, irakisches. Okay. Es ist bereits die dritte Anzucht in diesem Jahr. Viele Kunden wollen sogar schon im März Tomaten pflanzen. Ich habe rausgestellt aufgeschrieben habe ich das. Das war Mitte März, genau. Da habe ich am ersten Tag schon gleich 50 verkauft. Und dann kam natürlich die Kälte. Und dann haben wir natürlich auch an der Kasse gesagt, habt ihr ein Gewächshaus? Nein, lasst die da stehen. Also ich konnte es nicht verantworten, weil die Kunden mir die Pflanzen ja wiederbringen und sagen, die haben nichts getaucht. Dann stellen sie sie vor die Fensterbank, dann sind sie so. Und, wenn sie sie rauspflanzen, machen die so, dann sind sie weg. Am 5.3. war ich mit dem Topfen einmal durch, war ich einmal fertig. Da hatte ich 2714 getopft. Super. 65 Sorten. Alle sehen zu Beginn ähnlich aus. Und dann wird das geordnet, ob das eine Fleischtomate ist oder was das ist. Und dann würde ich da hinschreiben, heute ist der 17. 17.4. wieder gesät. Das ist für meine Etiketten. Und das habe ich auch alles geordnet. Einmal unten die Cherry-Tomaten, die normale Größe, dann kommen die Fleischtomaten und dann kommen die kleiner bleiben. Das hat mein Enkel mir gemacht. Aber die haben schöne Wurzeln. Gärtnerin Waltraud pflanzt heute auch noch Kirschtomaten, die Verkaufsrenner. Sue mag lieber die dicken. Ich bin eine Fleischtomate-Person und ja. Und vor allen Dingen sind sie ja auch, das weiß sie auch, sie sind ja nicht alle zur gleichen Zeit. Es gibt ja Sorten, die sehr zeitig reif sind. Mhm. Zum Beispiel die schlesische Himbeere ist sehr eine frühe. Ja, ist ein früher. Dann gibt es welche, die so spät kommen, dann sind die einen ja schon weg. Mhm. Tomaten sind sehr empfindlich. Und die kleinen noch mal besonders. Das Allerschlimmste ist bei den Kunden, wenn die diese Pflanzen setzen. Erstmal soll man sie tiefer setzen, weil die Wurzeln ja eigentlich schon zu sehen sind hier. Dann möchte ich das mal so sagen. Und hier sind ja so Haare dran, ne? Hier unten. Ja. Das werden eigentlich alles Wurzeln. Und wenn ich die bis hier einsetze oder bis hier, das macht nichts, das werden alles Wurzeln. Ne? Und wenn die dann, und das Schlimmste ist, wenn die so eine Pflanze setzen, ne? Dass sie sie einfach zu nass halten. Das ist die große Gefahr. Ich sage immer, weil ich manchmal nicht weiß, wie ich das übersetzen soll, dann mache ich das immer so. Ich sage, wissen Sie was? Sie haben auch kleine Kinder gehabt. Kleine Kinder brauchen weniger trinken. Und wenn sie älter werden, brauchen sie mehr. 12 Kilometer entfernt, Ahlhorn. Sue Larisch wohnt hier und zieht hunderte Tomaten. Manche von ihnen sind richtig selten.
In 12 Ordnern lagert sie ihren Schatz. Sue hält international Kontakt mit Tomatenfans und tauscht die Samen. Seit 40 Jahren sind Tomaten Lebensinhalt der gebürtigen Britin. Sogar für die Lokalzeitung ist sie die Tomaten-Lady. Das sind hier alle Tomaten, die ich entweder gekauft habe, getauscht habe, bekommen habe von irgendwo in irgendeiner Art. Oh Gott, überall in der Welt. Überall in der Welt. Sehr viel aus Amerika, Russland, Kroatien, Frankreich, Belgien. Im Grunde überall. Überall. Und für alle gilt eintüten und sortieren. Fast das ganze Jahr beschäftigt sie sich mit Tomaten. Eine zeitintensive Leidenschaft. Ich habe 2.500 Sorten. Ich würde sehr gerne alle auf einmal machen, aber das geht nicht. Und wie viel in der Welt, ich weiß nicht. Leute sind nicht einig. Ich habe neulich von jemandem gehört, da waren 35.000. Ob das wirklich so wahr ist, ich weiß nicht. In ihrem Wohnzimmer zieht Sue 500 Pflanzen. Auf 16 Quadratmetern. Dass es eng ist, stört sie nicht. Sie mag es, dass sie die Sämlinge immer unter Kontrolle hat und sofort reagieren kann, wenn sie kränkeln. Ich liebe Tomaten, aber ich liebe vor allen Dingen diese alten Sorten. Die sind ein richtiger, ich finde die Divas, die tun, was sie wollen. Und Geschmack vor allen Dingen ist super. Ihre Pflanzen sind begehrt, denn manche Sorten bekommt man nur bei ihr. In diesem Jahr braucht sie noch zusätzliche Früchte für ein Tomatenfestival. Wenn die Sonne scheint, alles hier auf dem Fußboden kriegt auch Sonne. Ich glaube, ich habe das richtig hingekriegt mit jedem Sonnenstrahl. So, 500 Pflanzen. Nicht schlecht, oder? Moin. Ich hatte letztes Jahr so eine leckere Faltentomate. Und in die Richtung hätte ich gerne was. Zurück in der Gärtnerei Schachtschneider. Eine Halle voller Tomatenpflanzen. War die sehr groß oder nicht? Mittlere Größe. Früh oder nicht so früh? Nicht so früh. Nicht so früh. War die etwas länglich? Nein. Ja. Nee. War rund? War rund, ja. Ja, dann habe ich einmal diese irakische, das könnte es auch gewesen sein. Ja, ich denke, das tendiert schon so Richtung Fleischtomate dieses Jahr wieder. Ja. Und auf jeden Fall so kleine Snacktomaten hätte ich auch noch gerne. Ja, dann nehmen davon eine. Diese? Ja. Die Samen der irakischen Sorte hat ein Flüchtling mit nach Deutschland gebracht. Er glaubte, bei uns gäbe es keine Tomaten. Ja, auf jeden Fall. Hallo. Ich wollte dieses Jahr das erste Mal Tomaten anbauen bei mir im Garten. Und da können Sie bestimmt weiterhelfen, was sich da für Anfänger vielleicht ganz gut eignet. Und wie viel ungefähr? Also, naja, wir wollten über so verschiedene Sachen ausprobieren, dass man vielleicht so eine gute Auswahl hat. Irgendwie vielleicht ein paar kleine und auch ein paar größere zum Kochen dann irgendwie vielleicht. Welche eigentlich auch sehr schön ist und sehr robust, habe ich. Und das Gefühl, das ist einmal diese englische, das ist eine ganz alte Sorte. Okay. Die Garden Delight. Die führen wir jetzt schon etliche Jahre und ich meine, die ist eigentlich sehr gut. Und die kommt auch ganz gut mit so ungeschütztem Standort, ja, klar? Ja, das kommt auf den Sommer an. Okay. Das ist da können wir eigentlich, haben wir keinen großen Einfluss drauf. Nur die empfindlicher sind, die sage ich Ihnen schon gar nicht. Okay, das ist super. Also dann nehme ich doch davon schon mal eine mit, diese von diesem Gardeners Delight. Zu Waltraud Schachtschneider reisen immer mehr Tomatenfans aus dem ganzen Nordwesten an. Denn die Gemeinde wächst stetig und hier finden sie die neuesten Züchtungen, die seltensten Sorten und die besten Tipps. In der Saison zieht die 86-jährige Waltraud ganz alleine bis zu 6.000 Tomatenpflanzen. Denn die Verkaufstische müssen ja auch 4 Monate lang immer gut gefüllt sein. Ein Stammkunde ist Kalle Krüger. Er will zusammen mit seiner Frau wieder eine gute Tomatenernte einfahren. Schatz, du hast jetzt die andere Kiste, ne? Ja, mach nicht. Hier ist noch die Flaschentomate. Ja, nimm mal da bitte auch eine mit. Sonst, wie gesagt, greift man auch teilweise auf die Sorten vom letzten Jahr wieder zurück. Ja,
Cocktailtomate Favorit oder hier Pflaumentomate Desert F1. Ja, also insofern hat man da ja auch schon ein bisschen Erfahrung. Für Kalle ist wichtig, dass die sensiblen Pflanzen vor Regen geschützt sind. Dann klappt's mit den Tomaten. Meistens. Man hat immer mal so ein bisschen Ausfall, aber dann hat man oft selber Schuld gehabt. Ne? Wenn man da ein bisschen Dach drüber hat oder so, dann kann man da eigentlich gut mit zurechtkommen. Ein paar Kilometer entfernt, Simmerhausen. Hier hat Kalle seinen Garten. 8000 Quadratmeter Wasser, Steine und viele Ideen. Die Tomaten sollen heute ins Gewächshaus. Erster Arbeitsschritt, den nährstoffreichen Boden anmischen. Das ist alter Pferdemist. Und jetzt nehmen wir Kompost dazu. Jede Pflanze bekommt ihren eigenen Topf. So muss er nicht die Erde im ganzen Gewächshaus aufbereiten. Ohne Tomaten geht's nicht. Ja, kaufen wäre einfacher, aber man weiß nicht, wo die denn herkommen und wie die behandelt worden sind. Wenn die ersten Früchte in etwa 4 Monaten reif sind, gibt es bei Krügers jeden Tag Tomaten. Also wir essen Salat, Tomatensalat und meine Frau nimmt sie auch mit zur Zubereitung von Gerichten. Ja, das ist also, sie werden auch alle oder auch im Bekanntenkreis noch mal verschenkt. Wenn man so einen Garten hat, muss man auch sich mal wieder revanchieren bei anderen Leuten. Waltraud Schachtschneider hat ihr Tomatengen sogar vererbt. An Sohn Olaf. Zusammen wollen sie heute Tomaten in ihren privaten Garten pflanzen. Wir verkaufen im Moment so zwischen 150 bis 250 Tomaten am Tag. Das ist für eine große Gärtnerei nicht viel. Für uns wirklich sehr, sehr viel, weil das ja wirklich alles mit Liebe gemacht wird und weil das wirklich dann viele unterschiedliche Formen sind. Insgesamt kann man sagen, in einer Saison, so wie im Mai, verkaufen wir so ca. 4.000 bis 5.000 Tomaten. Der Umsatz steigt vehement. Also Gemüsepflanzen sind wirklich unglaublich populär. Ja. Ich würde sagen, jedes Jahr werden vielleicht so 30% mehr Gemüsejungpflanzen gesetzt. Das ist schon erstaunlich. Tomaten tatsächlich auf Platz Nummer 1 mit weitem Abstand. Auf Platz 2 dann die Gurken, auf Platz 3 dann die Paprika. Also ich bin ja ein Fan von dieser Pink Thai Egg, von der thailändischen. Das ist nämlich eine rosane Eiertomate, das finde ich grandios. Rosa bei Tomaten, wo gibt's das sowas schon? Wahnsinn. So, dann gehen wir noch mal hier. Und hier, besser, das ist eine ganz uralte deutsche Kirschtomate, also uralt, auch extrem lecker vom Geschmack. Die hätte ich auch gerne. Da sieht man jetzt hier, dass die von dem Frost jetzt das bekommen haben, weil die draußen gestanden hat. Und dann habe ich die reingeholt und die haben ganz schön gelitten. Du bist bei mir schon im Garten wachsen, ich will dich unbedingt haben. Naja, die kommen wieder durch. Aber und natürlich möchte ich unbedingt Fuzzy Wuzzy, die finde ich total grandios, weil sie einfach vom Laub total irre ist. Die haben ja so kleine weiße Blatthärchen auf der Blattoberseite. Hammer. Die Frucht schmeckt zwar nicht lecker, aber du bist schön. Vor 20 Jahren wurde Waltraud Schachtschneider mit dem Tomatenfieber infiziert. Anfangs hatten wir ja immer dann noch von Kollegen mal zugekauft. Und dann hatten wir schon mal diese kleinen öfter mal. Und plötzlich hatte der Kollege gar nicht mehr. Und es wurde. Und Olaf sagte immer, Mutter, das brauchst du nicht. Du brauchst keine. Wir können immer auf dem Markt welche kaufen. Bloß es gab nicht. Und dann ist es irgendwo, sind wir angefangen, selber zu. Und so wurde das immer mehr. Dann hatten wir 10 Sorten. Oh, jetzt haben wir 20 Sorten. Das war schon viel. Ne? Aber im Moment ist es zu viel. Gut, und dann ist natürlich der Kontakt zu Sue, die natürlich Fundus hat von ich glaube, mittlerweile über 2000 Sorten. Von der wir natürlich auch immer mal ein paar spannende Selektionen mitbringen. Die probieren wir dann aus. Und wenn die uns besonders gut kommt und wenn wir merken, die ist auch noch frei vermehrbar, dann sagen wir, komm, das machen wir dann mal. Deshalb sage ich auch zu den Kunden, ich sage, bei uns werden sie alle ersten 1-2 Jahre getestet und die bei uns nichts werden, die kommen gleich weg. Olaf ist Waltrauds jüngster Sohn und mittlerweile Chef des Pflanzenhofs. Sehr schön, sehr lecker. Das ist toll. Mal schauen, was sie noch rausgeholt hat. Gemüsegärtnern ist tatsächlich wieder in.
Und total spannend, nicht nur bei den alten Leuten, sondern auch vor allem bei den Jungen. Das finde ich total grandios. Bis vor ein paar Jahren war das wirklich so, da kamen wirklich nur, sagen wir mal, die Älteren, die dann gesagt haben, nee, ich möchte meine eigenen Tomaten produzieren, weil die viel besser sind als im Laden. Da waren die Jüngeren eher so nach dem Motto, ach, die kann ich doch im Laden kaufen. Das hat sich komplett gewandelt. Auch die Jüngeren entdecken momentan wieder das Gärtnern. Ne? Also das ist ganz toll. Zurück in Ahlhorn. Neben diesem Bauernhof steht das Gewächshaus der Sammlerin der Tomatensorten. So, Kistchen, gut. Hi. Ach, alles gut? Ach, ja. Na? Heute ist Pflanztag. Sus Wohnzimmer ist inzwischen zu klein geworden. Ihre Freundinnen und Freunde sind auch Tomatenfans. Ohne sie würde Sue die Arbeit nicht schaffen. Guten Tag, neue Pflanzen. Bitte? Danke dir. Hey, 1,7. Viele ihrer 500 Pflanzen wird sie verschenken. Viele braucht sie auch für das Tomatenfestival. Und viele sind die Basis für die weltweite Tauschbörse. Ich habe hier, glaube ich, insgesamt kommen 144 Sorten, verschiedene Sorten. Ne? Paar sind doppel. Am Ende habe ich dieses Jahr 160 Tomatenpflanzen hier drin, wenn ich fertig bin. Und 144 verschiedene Sorten. Und ich habe dieses Jahr 2/3 Kirschtomaten und 1/3 Fleischtomaten. Ganz einfach, weil die deutschen Leute sind immer noch der Meinung, dass Fleischtomaten schmecken nicht. Und das ist nicht so. Die sind fantastisch. A3-1. A3-2. A3-2. Sehr gut. A1-2. Ist eine da? Jürgen, kannst du kurz gucken auf der linken Seite? B2-1 haben wir da. Ja? Wir passen alle ziemlich gut zusammen. Wenn die eine nicht kann, springt ein anderer rein und das macht alles Spaß. Und natürlich, wenn die Tomaten alle reif sind, da wird ein bisschen aufgeteilt, ne? Jedes Jahr sagt Sue zu ihrem Team, die Arbeit wird mir zu viel, ich möchte mehr Zeit für mich haben. Doch wenn das Frühjahr kommt, steigt bei ihr wieder das Tomatenfieber. Das Problem ist, das ist eine Sucht, wenn man anfängt mit diesen alten Sorten. Ich meine, das sind 6.000 überall in der Welt und die sind wunderbar. Die sind wirklich, wirklich wunderbar, ne? Ja. Kaffeepause bei der Landwirtsfamilie Küter. Sie hat ihr das Land zur Verfügung gestellt und bereitet sogar im Frühjahr ihren Pflanzboden auf. Dreimal in der Woche wird sie ab heute hierher kommen, um ihre Tomaten zu gießen. Das ist schön, morgens hier zu kommen und durchzugehen, in der Tonne zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Dann kommt der Hund und irgendwie ist es schön, muss ich ehrlich sagen. Und hier ist jeder, es ist eine große Familie, ne? Und das finde ich schön, weil ich habe keine Familie mehr. Ich finde es schön, ja. Alarm bei Kalle Krüger. Seine Tomaten schwächeln. Die Pflanzen hatten sich gut entwickelt, aber dann fielen Schädlinge über sie her. Ja, wenn sie so alle wären hier, das wäre natürlich optimal. Aber sie ist wohl resistent gegen Krankheiten. Aber die anderen haben jetzt so ein bisschen diese Spinnmilben. Es fing bei den Gurken an und ist jetzt wohl übergesprungen. Ich habe die schon ein bisschen zurückgeschnitten, aber die Tomaten sind dran. Aber auch nicht genug eigentlich. Und ich habe es vielleicht auch ein bisschen zu spät erkannt. Ich versuche das erstmal. Ich habe sie jetzt gespritzt mit Schmierseife. Und wir wollen mal hoffen, dass es gut geht. Das müssen wohl diese Milben sein hier an der Frucht. Aber die sind jetzt tot. Wir müssen mal gucken, ob es jetzt nicht weitergeht. Den Tipp mit der Schmierseife hat er aus dem Internet. Zusätzlich holt er sich in der Gärtnerei den Rat der Profis. Er will auch wissen, was ist die Ursache. Spinnmilben, rote Spinne,
ist das Schlimmste, was du dir quasi an Land ziehen kannst. Das ja. Problem ist einfach, dass du es so schnell auch nicht wieder loskriegst. Auch wenn du jetzt die Tomaten jetzt rausreißt, auch die ganzen Pflanzen herausnimmst, die Eier, die sind schon abgelegt. Ja. Im Prinzip musst du wirklich das gesamte Gewächshaus dann desinfizieren, ja. wegschrubbeln. Der Boden muss unbedingt raus, weil auch dort sind dann quasi die Eier da drin. Ja. Und das wird dich dann die nächsten 3, 4, 5, 6 Jahre einfach auch verfolgen. Kalle will erstmal bei der Schmierseife bleiben. Also es kann aber nicht davon kommen, dass man jetzt im Gewächshaus Gurken und Tomaten zusammen hat. Gurken und Tomaten kann man immer zusammen machen. Das habe ich schon die ganze Zeit. Beide aber Starksäure. Ja. Ja. Und wenn die wirklich Pflanze an Pflanze sind, werden die Gurke versuchen, das Wasser von der Tomate zu bekommen. Schlossgarten Oldenburg, Juli. Noch 4 Wochen, dann soll hier das große Tomatenfestival stattfinden. Die Tomaten-Lady Sue, Gärtner Schachtschneider und Schlossgartenchefin Trixi Stalling machen heute die finale Planung. Hallo Olaf. 2 Dinge machen ihnen Sorgen. Das Wetter und die Corona-Einschränkungen. Und schaut mal, was ich fertig habe. Super. Wirklich toll. Ja. Über Nacht habe ich hier gearbeitet für euch, um unsere Plakate fertig zu machen. Toll. Wir haben ja so viel Resonanz bekommen. Habt ihr gesehen, wie viele Klicks wir haben? Ja. Also, ich glaube, 16.000 Klicks oder so haben wir auf Facebook. Ich bin immer positiv denkend. Und die werden keinen kompletten Lockdown mehr machen. Für das Tomatenfestival in diesem Garten muss ein Hygienekonzept ausgearbeitet werden. Ja. Wo sind die? Laufen da durch. Links und rechts stehen die Tomaten und wir laufen da durch. Erwartet werden bis zu 2000 Besucher. Deshalb müssen die Laufwege genau markiert sein. Auch die Schlossgartenchefin hat 2 Tomatensorten anbauen lassen. Pepe und Cookie. Also da kannst du jede gekaufte Tomate wegschmeißen. Ja. Die hat ein Aroma, das ist unglaublich, oder? Die haben ein tolles Aroma, aber der Haut ist so hart für mich. So. Trixi Stalling hat es gut. 10 Mitarbeiter helfen ihr beim Tomatenanbau. Ich habe, da regen sich die Gärtner immer drüber auf, ich möchte immer ganz früh, ganz viel. Und die Kollegen, die müssen schon im Februar immer aussehen. Und hier haben die Pepe ausgesät. Und hier auf der rechten Seite haben wir Cookie, ganz wunderbare Tomaten. Und je früher die natürlich ausgesät werden, desto größer sind sie. Und dann kommen die hier in den Tunnel schon rein. Frostfrei überwintern wir die quasi. Und dann sehen die jetzt schon so aus. Super. Mit Behang. Also wir haben schon, wer weiß wie viel Kilo haben wir schon geerntet. Es ist August. In Sus Tomatentunnel, in Waltrauts Gärtnerei und bei Hobbygärtner Kalle steht die Ernte an. Für Tomatenlady Sue geht es sogar noch um mehr. Sie will gleich die ersten Samen gewinnen. Umso eher kann sie sich die begehrtesten Sorten auf dem Tauschmarkt sichern. Ist das nicht schön? Orange Cabana, eine seltene, schmackhafte Sorte aus den USA. Für 19 Jahre habe ich angefangen hier mit den alten Sorten. Aus dem einfachen Grund, das war der Zeitpunkt, wo in den Supermärkten die Wasserbomben waren. Die waren alle damals aus Holland, sahen super aus, rot, wunderschön, saftig und haben von nichts geschmeckt. Und mein Mann damals hat gesagt, können wir nicht etwas Besseres haben als das? Und habe ich angefangen. Und habe ich 6 Stück gekauft, verschiedene Sorten. Und jetzt habe ich über 2.500. Und dann kommt der vielleicht wichtigste Schritt in Sus Tomatenjahr. Die Samengewinnung. Wichtig dabei, nichts durcheinanderbringen. Wer Samenkörner in einer falschen Tüte liefert, bekommt einen schlechten Ruf in der Tauschbörse. Die Namen der 144 Sorten aus ihrem Tunnel kann sie leicht auseinanderhalten. Aber bei der Frage nach dem Verwendungszweck hilft nur die Geschmacksprobe. Wenn ich nicht weiß, was für eine Sorte das ist, nehme ich immer einen Schluck und probiere. Und das hier ist für Marmelade, Chutney. Mindestens 5 Jahre werden die Samen fruchtbar bleiben, schätzt Sue. Aber nur, wenn sie sorgfältig getrocknet werden. Sonst schimmeln sie. Nach 2 Monaten etwa können sie dann zu den Tauschpartnern verschickt werden.
Eine Überraschung im Gewächshaus von Kalle Krüger. Seine Schmierseifentaktik hat erstmal funktioniert. Was mit den Milbeneiern im Boden ist, wird sich zeigen. Wir hatten ja gedacht, das wäre ein Komplettausfall. Aber man sieht es ja, also wir haben das noch gerade so ein bisschen gerettet. Und im Garten der Profigärtnerin gibt es eine Rekordernte. Kein Wunder, in der Familie gibt es das Fachwissen von 5 Pflanzenprofis. Denn auch ihr Mann und alle 3 Söhne sind Gärtner. Im Gewächshaus ist sie aber morgens die Erste und abends die Letzte. Also bei Tomaten ist das so, wir machen eine Erde, da machen wir Kalk und Dünger rein, aber nur Naturdünger. Und das mischen wir und dann kommt das hier rein in die Töpfe. Jedes Jahr neue Erde. Dann gehe ich im Sommer bei und mache noch mal eine Handvoll Naturdünger oben drauf. Und solchen, der sich dann PAP so ein bisschen auflösen tut, mit jedem Gießen. Ich gieße auch überwiegend mit Brause, weil sich das ja mehr verteilt. Und dann ist es soweit. Das Tomatenfestival im über 200 Jahre alten Oldenburger Schlossgarten. Die Tomatenlady und andere Tomatenverrückte zeigen heute ihre schönsten Früchte und ihre interessantesten Sorten. Vor 2 Jahren war das Festival eine spontane Idee von Sue und Gärtnersohn Olaf. Na, ja. Würden Sie einen Garten haben? Ja. Echt? Ja. Dann Green Tiger. Bitte? Mhm. Green Tiger ist auch vom Geschmack gut. Das ist absolut wunderbar. Das hält sich, wird gelblich, wenn das grün ist. Und das schmeckt wirklich, wirklich süß und schön. Das ist prima. Na, das ist, da haben Sie auch den Samen vor, ne? Da sind die Samen auch da, ja. Sue verkauft hier auch privat einen Teil ihrer Tomatensamen. 2,50 Euro für etwa 10 Körner. Handverlesen und garantiert sortenrein. Im Laden kosten sie etwa das Doppelte. Ich finde das super. Leute sind sehr neugierig. Oh, wunderbar. Ja. Das ist es. Das ist dieselbe Tomate. Aber nicht nur Hobbygärtnerinnen und Gärtner suchen hier nach neuen Sorten. Den möchte ich gerne haben, habe ich auch schon Samenansprüche erhoben. Naja, der Mantel. Ja. Denn die Dunkeln haben wir genug, die laufen nicht. Und noch eine Besonderheit. Das ist eine Wildtomatenauslese sozusagen. Die Tomaten, das wissen wir ja, die kommen ja alle ursprünglich aus Mexiko. Und das ist quasi so, wie sie Natur gefunden wurde, noch ein wenig ausgelesen und ist dann nach Deutschland gehüpft. Und hat dann den schönen Namen Rote Murmel bekommen. Also winzig klein, Liebhaber. Aber total robust und ein Massenträger, macht Spaß. Ja.